Und hier ist sie wieder, live aus dem TDTV-Studio in Hamburg. Die Goldene Knichel-Show. Heute mit dem Hannoveraner-Duo Buttpetter. Die Verfechter der deutschen Sprache zeigen uns heute, was man unter visueller Comedy zu verstehen hat. Und hier ist er auch schon wieder, der Kaugummi unter den Absätzen des Big Show Business. Der Goldene Knichel. Applaus! Herzlich willkommen zur Goldenen Knichel Show. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Achtung, Achtung, eine Premiere. Unsere Band hat nämlich jetzt einen Bandnamen, ja. Fetten Applaus für Fabulous Gigs. Yeah! Es ist soweit. Es ist soweit. Nach wie vielen Jahren? Ich weiß es nicht. Nach wie vielen Jahren? So. Ihr habt ihn in den letzten 4 Wochen vermisst. Er ist wieder da. Ihr wisst, in der letzten Folge, da ist uns ein kleines Fauxpas passiert. Ich habe gesagt, so, hier ist ein neues Video von Max. Und dann kam da eine Tuchkunst, wurde dann gezeigt, so Tuchkunst mit am Tüchern hängen und damit so. Guckt euch einfach die letzte Folge nochmal an, dann wisst ihr, wovon ich rede. Aber jetzt ist er ja auch wieder da diese Woche. Fetten Applaus für Max! Da bist. Schön, dass du wieder da bist, ja. Witzig mit den Tüchern. Ja. Okay, aber wir haben ja auch wieder ein Knichelbild, ne? Darf man nicht vergessen. Oh, ja. Das Knichelbild! Da, unser heutiges Knichelbild, wollen wir mal schön einfangen hier. Sanders holt das mal. Zum Mitraten hier im Publikum. Aber bitte noch nichts sagen, noch nichts sagen. Wir lösen es nachher im Interview mit den Buttpettern auf, nämlich die heute zu Gast sind. Ja, was könnte das sein? Was sehen wir hier? Wir sagen noch nichts. Okay, denn wir zeigen natürlich jetzt erstmal unsere heutige Matz. Ich leite es diesmal nicht ein, weil das müsst ihr einfach ohne Worte erleben. Okay, hier unsere Matz. Ab. Oh mein Gott, hier wird wieder ein Mörder gesucht. Und was haben wir denn hier? 2-Zimmer-Wohnung gesucht. Oh mein Gott, bitte rufen Sie mich an unter der Nummer. Hallo? Ja, hallo? Hallo. Ich glaube, ich habe die 2-Zimmer-Wohnung gefunden. Oh, das ist ja sehr schön. Ja. Auch hier in Hamburg? Ja. Ich glaube, sie war die ganze Zeit hier. Hat die Wohnung denn eine Einbauküche? Und hat die Wohnung auch eine Badewanne? Kleinen Moment. Morgen mit mir treffen. Können Sie nicht heute schon kommen? Bitte, bitte helfen Sie mir. Nein, bitte, bitte kommen Sie sofort, ja? Ich glaube, hier ist auch eine Kamera. Eine Kamera? Ja. Nicht mit mir, Freundchen, tschüss. Bitte nicht auf. Du. Hier. Max.
Das ist dein Klon Nummer 7. Ja. Dein siebter, also der siebte Klon von Lord Abaddon. Der siebte Klon, ja. Ja. Es gibt 12 mittlerweile von der Rasse. 12. Ja. Und der ist immer so, ja, so drauf. Ja, der doktert ganz gerne rum. Der doktert ganz gerne rum. Ja. Ja, wenn ihr uns auch mal Filme schicken wollt oder so, oder wenn ihr hier dabei sein wollt, als Künstler auftreten wollt, oder, dann schreibt uns eine E-Mail an bewerbung@gnichelshow.de. Ja, und wenn ihr auch einmal live hier in der Sendung dabei sein wollt und diese ganzen wunderschönen Menschen hier und Gnichel sehen wollt, dann schreibt einfach eine E-Mail an reservierung@gnichelshow.de. Ich finde es ganz schön doof, dass jetzt Gelächter vom Publikum kommt, als du gesagt hast, wenn ihr Gnichel sehen wollt. Ah, na gut, ich merke mir das, Jungs. Fabulous gibt's hier. Okay, ich möchte unsere heutigen Gäste vorstellen hier und ankündigen. Hier sind Buttpadder! Setzt euch. Hierhin? Setzt euch, schön, dass ihr... Dahin! Warum? Gibt es ein Problem damit? Nee, ich frage nur. Achso. Buttpadder. Setzt euch. Buttpadder. Was heißt Buttpadder eigentlich? Buttpadder? Ist das vom englischen Butt? Also hier so? Die Arschtritte heißt das ja dann, ne? Buttpadder. Das Wort kenne ich, das ist vom Angeln. Nee, was? Ja, das wäre Arschgrabscher, ne? Oder Arschstreichler. Okay. Buttpetting. Ne? Buttpetting. Aber das ist es nicht. Achso, ist es nicht, sondern? Nee. Butt, kennst du von vielleicht... Fisch. Genau, Fisch. Der Fisch. Okay. Das ist ein Plattfisch. Ne? Kennt jeder. Der Butt. Ne? Ein Platt. Die Scholle. Ja, alle nicken. Ja. Und petten, das kannst du besser erklären. Das ist petten. Ja, treten, drauftreten. Und seitdem sind das dann auch Schollen. Ja, die waren schon vorher flach, aber ja, das ist meine eine Witze Art, jetzt. Die sowieso. Ja. Das nee, das ist auch. Das ist eine Art des Fischfangs im Norden drin. Ah ja. Ein traditioneller Fischfang, sehr... Einfach gehalten, aber effektiv. Ich glaube, das müssen wir uns mal mit Kamera begleiten. Müssen wir bei Gelegenheit machen. Wo habt ihr beiden euch kennengelernt? In Hannover war das. Da kommt ihr ja auch her. Da kommt ihr auch her, haben uns kennengelernt. Da seid ihr also auch geblieben. Genau. Da habt ihr euch dann kennengelernt und auch sofort verliebt? Wir haben uns... Nee. Nee? Also wir sind kein Pärchen, wir sind ein Duo. Ich weiß, vielleicht muss man das nochmal erklären. Der Unterschied zwischen Pärchen und Duo. Ach so. Nee? Jetzt tu nicht so. Also wir spielen zusammen, aber nur professionell. Das heißt für Geld jetzt, ne? Wir werden dafür bezahlt. Ja, richtig. Manchmal. Dann ist ja okay. Okay, genau. Ihr wart ja mal in so einer Talentshow, ne? Auf so einem größeren Sender. Oh, darf man das sagen? Das ist schon lange her. Oh, dieses Grinsen, oh, verdammt. Erzähl, war so schlimm oder was? Nö, das war nicht schlimm, nee. Das war mit Elton sogar? Ja, richtig. Habt ihr Elton kennengelernt? Ah, auch. Auch? Und? Mhm. Nee, der ist echt nett. Und DJ Popo. DJ Popo. DJ Popo. Und DJ Butt. Und, und eine Frau, die sehr... DJ Butt. Sehr hoch, ja. Ja, schön. Verona war auch da. Ja, richtig. Echt? Die war da damals, ja? Ja, klar. Hast du es nicht gesehen? Ich hab's du hast es nur gelesen, ne? Ich hab's gelesen. Ja. Nein, ich hab mir im Internet davon auch einen Ausschnitt dann angeguckt. Ja, da war sie aber auch. Ich hab auf euch geachtet, ja. Natürlich. Das ist ja wohl klar. Und ja, wie ging das für euch aus? Ja, wir sind dann nach Hause gefahren. Ach so. Also ging es gut aus. Also ging es gut aus. Das ist ja dann nicht weiter. Ihr macht Physical Comedy. Ja. Was heißt das? Physical Comedy? Also erklärt das? Das mit eurem ganzen Körper ein. Das ist so ein englischer Begriff. Ne? Physikalische Komik. Das ist so was mit wir zeigen was. So, ne? Also das ist ganz, ganz einfach gesagt, wir können Gesichter. Physische Komik. Wir können Gesichter und wir können Arme und Beine und Körper. Wir können Körper, ja. Gesichter und Körper können wir eigentlich. Ja, richtig. Okay. Und damit spielen wir, das machen wir. Und das ist lustig. Jetzt spielen wir erstmal was anderes. Und zwar spielen wir jetzt mal ein Spiel. Ist das auch lustig? Das weiß ich noch nicht, ob das lustig ist. Das sehen wir mal. Das, okay. Sanders, hol mal eine Strafe. Ihr wisst das gar nicht, ne? Strafe? Bei uns gibt es eine Strafe, völlig die derjenige machen muss, der verliert. Das hat niemand erzählt, aber ist gut. Also müsst ihr zusehen, dass ihr gewinnt. Ja, und das, was hier draufsteht, das wurde vorher vom Publikum hier und von unserer Band... Das ist das Fiese, dass unsere Band auch mitmachen darf. Wurden sich Strafen ausgedacht, die ich jetzt ziehe. Und die müssen wir dann machen. Oh, das war ein langer Text. Pantomimisch eine Treppe hochlaufen, umdrehen, Treppe wieder runterlaufen und den Rest der Treppe hinunterfallen. Ach, das kannst du. Musikalische Begleitung kann durch auch Rolli. Hier steht sogar drauf, musikalisch. Mach's gleich. Musikalische Begleitung durch Rolli steht hier gleich drauf. Rolli, unser Keyboarder hier. Ah. Hat schon jemand dran gedacht gleich. Normalerweise planen wir das mal wochenlang, dass Rolli mal spielen muss. Ist sonst auch immer so spontan hier. Nee, okay, Sanders holt hier die Wäscheklammern. Oha.
Das heißt, Sanders verbindet gleich jemanden von uns die Augen. Dir? Wieso mir? Dann musst du spielen. Ja, aber du bist der Star. Nee, wenn ich. Na, okay, mir. Du bist hier der Star. Das ist übrigens ein Internetstar hier. Lord Abaddon sucht mal im Internet. Seht ihr ganz viele tolle Filme auch, die wir hier mal gezeigt haben. So, ihr beiden, ihr spielt jetzt gegen uns beiden. Ja. Du bist aber nur alleine. Ihr müsst jetzt mal aufstehen. Steht auch mal auf. Sanders, steckt gleich, verbindet jetzt einem von euch die Augen und mir die Augen. Entscheidet euch, wer die Augen verbunden haben will. Lord wird Ihnen die Augen verbinden. Das werden wir entscheiden. Okay, achso. Ist ein bisschen durchsichtig, das Spiel. Dann muss ich doppelt. Das bitte. Doppelt für ihn bitte. Eine gute so. Wahl. Und jetzt wird Sanders an dem anderen von uns, an dem anderen, die Wäscheklammern verstecken. Wir unterhalten uns in der Zeit ein bisschen weiter. Wo verstecken? Irgendwo am Körper. Ne? Am Körper. Ja? Geht es nachher um Geschwindigkeit? Die Verbundenen müssen die dann suchen. Was? Wer sie zuerst hat. Ne? Geht es um Geschwindigkeit? Wer sie zuerst Sanders, wie viel sind das eigentlich? 10 Stück pro Person. 10 Stück. Oh, 10 Stück müssen wir finden. Am Körper verstecken. Ja, wer sie zuerst hat oder wer in wie vielen Minuten die meisten hat, Sanders? Eine Minute. Wer sie zuerst gefunden hat oder maximal 1,5 Minuten. 1,5 Minuten war es. Okay. Ja. Bist fertig? Du bei ihm oder? Achso. Oder ihr klebt euch die gegenseitig an. Die ach, bei mir? Ich will Klammern. Ach so, ich habe das falsch verstanden. Bleiben Sie doch mal stehen. Ich habe es nicht verstanden. Du hast es nicht verstanden? Ja, Digga, du kriegst jetzt die Klammern nämlich. Echt? Ja. Ach, so läuft der Hase. Er hat das andersrum gedacht. Ich mache hier doch nicht den Klammer. Ein Ei. So, bist du fertig? Achso, das dauert ganz schön lange, ne? Bis du die jetzt dran hast. Ich weiß, ich sehe gar nichts mehr. Okay. Wir können ja jetzt so einen Blind Talk machen. Das ist witzig, weil ich spiele bald in einem Theaterstück auch einen Blinden, da kann ich mich schon mal dran gewöhnen. Oh, er spielt Theater. Ja. Das ist jetzt übrigens im Oktober zu sehen. Mhm. Nee, im September ist erstmal noch ein anderes Stück zu sehen, hier in Hamburg. Genau, Winterhuder Weg, könnt ihr euch schon mal merken, kann ich ja schon mal sagen hier. Winterhuder Weg, das Stück immer und ewig zur Nacht des Nacht der Kirche. Warte mal ein bisschen mutig. Kostet nichts, sie können alle kommen. Ich darf Werbung machen, kostet nichts. Was? Ah, guck in die Kamera, ruft Hollywood. Guck doch mal in die Kamera. Es gibt wieder böse Schriften unten im Internet. Ja, hier, der guckt nie in die Kameras. So, kann ich anfangen oder was? Ja, warte mal, du halt mal den Ball flach. Ich weiß gar nicht, wo. So. Oder? Wir haben schnellsten. Sie stellen sich hier hin. Ah, und das dauert. Ich führe Sie dorthin. Ja. Wir müssen eigentlich so eine Fahrstuhlmusik jetzt schon mal machen. Ein bisschen weiter nach da. Noch so, nicht anfassen. So eine langweilige Fahrstuhlmusik müssten wir jetzt haben. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das schneiden wir dann hinterher alles so, dass zack, Sanders hat die Wäscheklammer. Ich stehe direkt vor dir. Du stehst direkt vor mir? Nicht flüstern. Hast du wieder Knoblauch gegessen? Ja, klar, toll. Achtung, alle bereit? Okay. Dünner war köstlich. Es geht los. Ja, komm, ja, mach es, ja, komm. Das kennen wir doch noch. Nicht an den Haaren. Da ist eine runtergefallen. Ja, sehr gut, ja. Am Bein, ja, genau. Anderes Bein unten. Hallo? Warte mal, ihr dürft nichts sagen. Das hast du nicht gesagt. Ach so, stimmt. Ihr dürft übrigens nichts sagen. Wo denn? Ihr dürft nicht sagen. Ich hab nicht mitgezählt. Hier, das Mikrofon. Nee, hier war ich nicht. Achso. Hab ich alle? Yay! Yay! Nein, das ist noch nicht fertig. Ja. Wo fehlt denn noch? Heute wurde geschummelt. Was? Wieder wurde geschummelt. Was, wie, wo, wer? Wie denn eure ganzen Klammern? Die hab ich verschenkt. Ja, danke, Band. Danke, Applaus für die geile Band hier. Ja. Wo war denn hier noch eine? Oh, da. An deinem A. An deinem Bett. Hoch. Völlig kaputt. Danke. Wo habt ihr denn eure Wäscheklammern gelassen? Ich dachte, ich bin clever und halte sie in den Händen. Habe ich noch eine? Damit ich sie zählen kann, aber irgendwie verliert man doch die Übersicht. So, was muss ich jetzt nochmal machen? Wann muss ich eine Treppe hochlaufen, umdrehen? Okay. Und dann runterfallen. Kann ich das hinterm Sofa machen? Ich glaube, hinterm Sofa geht das. Musikalische Begleitung durch Rolli steht ja hier. So, ich mach mal das hinterm Sofa, das geht am besten. A one, a two, a one, okay, two, ich komm erst hoch, ja? Musikalische Begleitung von Rolli. Leg los. Ha, ich dreh mich mal um. Jetzt gehe ich wieder in den Keller. Warte, nee, ich nehme die Rolltreppe.
Ich nehme jetzt den Fahrstuhl, Nein, okay, achso, ich fall. Danke. Also, ihr merkt schon, zum Affen machen ist immer die Strafe, ne? Das ist mal was ganz anderes als sonst der Rest der Show. Ich fand das Spiel schlimmer, muss ich sagen. Ja, deswegen. Achso, das Spiel fand ich so schlimmer. Ja. Wieso? Wo hast du. Ich guck mir das Material hinterher mal an, dann weiß ich, warum du das als schlimmer empfindest. So, eure Themen sind Gedichtsrezitationen? Rezitationen. Ja. Hä? Es gibt es. Rezitationen. Gedicht. Gedichte, Rezitationen. Warum? Das ist so Gedichte erzählen ist das, ne? Bitte? Gedichte auswendig lernen und dann erzählen. Re, zurück. Das macht ihr? Jo. Und, ja, wie, also bekannte Gedichte oder wie? Goethe. Goethe-Gedichte und die zeigt ihr dann? Jo. Bildlich. Ja. Genau. Ihr habt das können wir auch. Fast vergessen, ich muss nämlich noch das Knichelbild auflösen. Oh, das Knichelbild. Ich hab kein Handmikro, ich kann das Knichelbild nicht auflösen. Wo ist es? Ah, ja. Komm her, Andreas, gib mir mal mein Handmikro. Wow, alter Schwede, okay. Junge, okay, so habe ich das nicht gemeint. So, okay, unser heutiges Knichelbild ist hier zu sehen. Ja. Das Knichelbild. Hier ist es zu sehen. Na, wer hat denn eine Idee? Was seht ihr da? Was denn? Oh komm, Leute, traut euch. Wer hat eine Idee? Ihr könnt was gewinnen. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee, aber tut mir leid, jetzt hat einer sich im Publikum gemeldet. So, ja, du hast eine Idee. Siva. Nein, das ist, nee, achso, wegen war, achso, nee, ja gut, nein, nicht ganz, es ist ja auch kein C, sondern, okay, aus dem Punkt, wir machen das Spiel fürs Publikum, okay, ja, was sehen wir denn da, sag mal. Ich bin überhaupt nicht gut. Was sehen wir denn da? Ich muss mich erstmal inspirieren lassen. Was siehst du da? Also ich sehe eine 10, die fällt. Genau, so. Von einer Steilküste. Nee, Moment, lass es so, stehen. Was siehst du? Eine, was hast du gesagt? Die fällt. Genau, und jetzt, was ist das, wenn man mal so ein bisschen Englisch denkt zur Hälfte? Jetzt hat man die Zahl auf Englisch. Pass auf, nicht mich nehmen. Okay, die Zahl auf Englisch. 10. Ja, und was tut die? Die ist im Tenfall. Ja, umgekehrt, andersrum. Falten! Ja! Falten! Wow! Ja! Ja! Falten! Super! Und du hast sogar auch was gewonnen. Ich krieg den Karton nur nicht auf. Verdammt! Vielleicht hätte ich das mal besser vorbereiten sollen und sie rausholen. Du hast eine Original rettet. Einfach aufhalten. Die Original rettet die Schuhigeltasse aus der Show. Hast du gewonnen. Und oh mein Gott! Warte mal. Ey, sag mal, die ist neu, die hat jetzt ein Logo hier drauf von der Knichel-Show. Die ist ja viel cooler als meine. Ja, wurde gepimpt. Nee, warte mal, du hast gewonnen an die Originalrette, die Schuhigeltasse, aus der ich jahrelang getrunken habe. Bitte. Das ist die Originale. Mit meinem Speichel drin. Und guck mal, einmalig. Hier ist das Bild diesmal auch richtig rum. Ich muss sagen, ich war hier jahrelang immer Linkshänder, nur damit man das Bild sieht von Rettet die Schuhigel. Jetzt kann ich ja mal die Wahrheit sagen hier. Wahnsinn. Ich bin nämlich Rechtshänder. Jetzt kam es raus. Du hast uns alle hinters Licht geführt. Raffiniert. So. Ich dachte übrigens, das hieße Warten. Warten? Ja. Achso, ja, Entschuldigung. Ha. Schade, dass ich euch nicht. Ich hätte gesagt, es ist the final countdown. Ja, das ging ja auch. Oder? Auch nicht schlecht. So, bei euch, eure Vorbilder, nee, Vorbild von Tim. Ja. Vorbild von Tim ist dein Papa. Ja, mein Papa. Warum das denn? Weil ich den sehr mag. Ja. Und ich finde, ich habe auch ein Recht, gemocht zu werden. Und du denkst, das trifft dann auf hier Gegenseitigkeit und so. Ja, genau. Weil, wenn du ihn magst. Ja, ich mag so, ihn ja. Ihr habt ein Programm gemacht, das heißt Hühnerrap. Wir werden gleich sehen, warum. Eine Nummer jetzt, ne? Ist kein ganzes Programm. Eine Nummer jetzt. Also das Programm ganze Programm, es ist ein Teil eures Programms, ja, der Hühnerrap. Dazu müssen wir hier mal aufräumen. Sind wir schon machen so weit? Wir das jetzt wir sind schon so weit. Wir machen jetzt, wir wollen jetzt mal eure, ja, wir wollen das doch sehen, oder? Alles klar, dann müssen wir
So. So. Erstmal zur Seite machen wir. Okay. Wir müssen dazu sagen, die Jungs machen ja Physical Comedy, also sehr viel mit dem Körper und deswegen haben sie sehr viel Einsatz und deswegen müssen wir, das habe ich jetzt ein paar Mal deswegen gesagt, deswegen. Ist ja egal. Das ist übrigens ein Schuhigel, den wir retten, ne? Die werden immer getreten, die armen Tiere. Ja, ne? Es gibt auch den Song, auch zu sehen im Internet, rettet die Schuhigel. Spendennummer, wo ihr das hinüberweisen könnt, das blenden wir auch noch hier ein. So, jetzt sind wir mal gespannt auf diese Nummer. Das ist ein Hühnerrap jetzt. Also nicht zum Essen, ne? Schade. Kein Hühnerrap, sondern ein Hühnerrap. Hätte ich auch ganz gerne. Ne? Hier sind für euch Buttpetter! Ja. Bounce.
Butter! Butter! Das ist die Nummer, oder die Nummer in einem sehr langen Programm. Ja. Aber das geht nicht immer nur mit dem Apparat, sondern redet ihr eigentlich auch? Ein bisschen. Wir können ja auch reden. Also, achso, wir können ja auch Bauchreden. Goethe rezitieren können wir ja auch. Ach ja, genau. Stimmt. Ihr wollt, ja, stimmt. Gedichte rezitieren ohne. Das schafft man nicht ohne Sprache. Ja, okay, weißt danke, dass du es sagst. Ja, ich glaube, wir wissen, wie wir nächstes Mal auch moderieren. Wir gucken nächstes Mal. Ja, das ist schon gut. Schon nicht schlecht. Okay, alles klar. Nächste Woche haben wir Dustin und Bernd bei uns zu Gast. Ja, schaltet wieder rein. Ja. Okay. Schaltet wieder rein, wenn es heißt die goldene Giechel-Show! Yeah.